Ah, da kommen sie. Juhu! Grande Party! Ja, ja, oh. Meine Heilerin ist weg. Moment. Das geht so nicht. Moment, Amor! Ja? Ja, Poznam, die neue Dusche an der Mordsgeschmack. Also entweder... ...hat die falsche Sprache eingestellt. Und das Sprachpaket hat sich gerade verselbstständigt. Was war das denn jetzt? Oder waren das diese... ...Tintenfische? Oktopoden! Oktopoiden? Aber... mach doch sowas nicht. Das... Nee. Ich doch mal wieder mal rum. Ist doch doof. Mach das an. Wer braucht meine Hilfe? Ich. Mach deinen Job gefälligst. Ja, genau. Hey. Langsam. Was ist denn jetzt hin? Taucht auf. Das hier erstmal richtig dick. So eine Bootsfahrt, die ist lustig, so eine Bootsfahrt, die ist schön, denn da kann man viel erleben und eine Menge Dinge sehen. Aua. Lass meine Heilerin in Ruhe. Ich heile dich ruhig selber. Schon in Ordnung. Ja. Hierher! Ich bin hier drüben! Ich weiß nicht, wie ich das... Jetzt haben wir den Moment. Dich wollte ich. Machen wir mal. Hallo. Okay. So, jetzt aber. Oder? Ah, ja, hier noch. Können wir bitte, Freunde? Ja. So. Jetzt würde ich kurz gern speichern. Okay. Nee, nee, da will ich jetzt noch. Also da will ich jetzt noch nicht hin. Na, wie ihr sicherlich erkannt habt, das Problem ist noch nicht beseitigt. Macht aber gar nichts. Und auf ein neues. Ganz kurz was trinken.
schon weiter. Das war aber kurzer Besuch. Ah, kommt er schon. Ob sich das rentiert hat. Sag mal, muss ich dann hernach eigentlich diesen ganzen Flusskletterer-Dutch wieder zurück, so wie ich das Spiel kenne? Da hätte ich ja mal so gar keine Böcke drauf. Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten. Ja, noch ein bisschen Stärke, habe ich nichts dagegen. Eine hohe Vitalität verbessert die Gesundheit des Barden. Gesundheit machen. So. Boah, die kriegt einen Hit von denen ab und ist schon down. Das ist doch abgefahren, oder? Das ist schon krass. Und wieder bin ich siegreich. Die Scholle manchmal ein Hummerlätzchen. Okay. Wie bläh. Hallo. Begrüßungskomitee. Guten Tag, guten Tag. Oh, schau mal. Was Gelbes. Den Fluch des Trow im Ohr trat der Barde vor, um das Schwert aus seinem eisigen Lager zu ziehen. Sollte sich das gerade reimen? Hat er gerade gesagt, ich trete da jetzt vor? Hast du gerade gesagt, ich trete da jetzt vor? Hast du eine ungefähre Vorstellung, was da jetzt gleich kommt? Ich weiß nicht. Was meint ihr? Nochmal umgucken? Das ist doch eine verdammte Falle. Ja, ich trete vor. Na guck, sehe ich ja von hier. Und so wurde das sagenumwobene Schwert Kasgair durch die Hand unseres mutigen Helden aus seiner jahrhundertelangen Gefangenschaft im Eis befreit. Ah, diesen Teil der Geschichte mag ich am liebsten. Und so erwachte der Barde in einem seltsamen, dunklen Raum. Er wusste nicht, wo er war und wie er dorthin gekommen sein konnte. Bekäme ich doch nur ein Silberstück für jedes Mal, wenn das passiert. Was? Ich weiß, wie ich dahin gekommen bin. Ah. Und jetzt dieses tolle Tingeling-Ding-Schwert. Ah, guckste. Dieses blaue Schwert. Der sieht jetzt nicht so freundlich aus. Sagen Sie mal, dieses blaue Schwert. Was kann es? Nun, es leuchtet blau. Ah ja. So. Nehmen wir mal an, wir haben hier nichts verloren. Der Barde kam zu einer verschlossenen Tür, auf der das Bild des Weltbaums Yggdrasil zu sehen war. Der Barde kam zu einer verschlossenen Tür, auf der das Bild des Weltbaums Yggdrasil zu sehen war. Das hast du jetzt schön und oft gesagt. Und jetzt?
Jetzt habe ich zwei Ausgänge hier. Und mir haut's doch gleich so dermaßen irgendwo was auf die Fresse. Oder es kommt wieder irgendwie was von der Seite oder irgendwas passiert. Mit wem? Who the fuck ist Dolin? Oh mein Gott, ist es möglich? Höre ich meinen Retter? Hallo? Hört ihr mich? Wer seid ihr? Ah, da ist doch jemand. Ich dachte schon, ich werde verrückt. Ich habe dieses Grab wochenlang erkundet und alles war friedlich, bis vor einigen Tagen diese untoten Drauge auftauchten. Und als ich versucht, aus diesem Dreckloch zu entkommen, bin ich verschüttet worden. Könnt ihr mich hier rausholen? Ja, können bestimmt irgendwie. Ich wüsste nicht, wie ich eine Eiswand einreißen sollte. Aber erlaubt mir, mich umzusehen. Vielleicht finde ich etwas, womit ich euch da rausbekomme. Danke, Fremder. Ich habe nicht viel, aber wenn ihr mich rausholen könnt, bekommt ihr eine Belohnung. Ja, das ist doch mal ein Ansporn. So, damit wissen wir ja, dass wir nur einen Weg gehen können, gerade im Moment. Aber gut, dass wir den Weg auch gegangen sind, weil dadurch haben wir uns die Quest freigeschaltet. So, dann geht's jetzt wahrscheinlich... Fick dich! Fick! Jetzt kann ich's nicht mehr monetarisieren. Wow, jetzt... Können wir uns mal leise darauf einigen? Okay, ich brauche jemand anderen. Moment. Wo ist denn die... Kein Platz mehr. Da ist die. Okay, so. Du gehst jetzt mal kurz. Hatten wir da nicht irgendwie so einen Fallentrüdeldüdel? So einen Fallentrüdeldüdel? Nee. Ihr steckt in Schwierigkeiten. Das war eine Freude. Endlich habt auch ihr einmal Schmerzen zu spüren bekommen. Okay, den lassen wir mal ein bisschen draußen. Ich trau dem Scheiß hier keinen Meter ohne Schmarrn. Fallen! Dort drüben! Kann man das Schwert, kann das was? Nicht so, oder? Ja, genau. Lauf doch mal ganz kurz da rein. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mit dem Bogen nicht gerade besser aufgehen würde.
Ich mache irgendwie gerade so gut wie keinen Schaden. Lustiger Mann. Ja, oh, ich mach's immer falsch. Wenn nichts kaputt machen hier? Wenn nichts kaputt machen. Was ist das hier? Gefrorene Hosen. Na. Wer kennt sie nicht? Die gefrorenen Hosen. Einer meiner Lieblingsbands. So, was ist das hier? Ich verplan doch schon wieder irgendwas. Der Barde stieß auf ein erst kürzlich aufgegebenes Lager und begann es zu plündern, wie er es in solchen Situationen immer tat. Sieht aus wie etwas, das mich durch die Türen mit den großen Raben davor bringen könnte. Und was ist das? Eine Karte. Aha. Mal sehen. Da war ich schon. Da auch. Ah, Downby. Das sieht interessant aus. Ja, und du? Also. Ah, vielleicht da oben weiter. Offensichtlich. Ja, okay. So. Fallen! Dort drüben! Muss die Falle entschärfen! Na? Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Sehr geil. Ja, ja, genau. Ja, super. No? Wer braucht meine Hilfe? Die Tür scheint verschlossen zu sein. Ich stehe euch. Doch wieder den Weg zurück. Aber jetzt hat er doch gesagt, das hier kann ich doch nutzen, um die Tür mit dem Raben zu öffnen. Wir haben doch bisher nur Yggdrasil da. Da ist doch noch keine Tür mit dem Raben oder sowas. Habe ich irgendeine Tür übersehen? Kann man das hier kaputt machen? Nee. Habe ich irgendwie... Ich, das ist doch komisch, oder? So. Jetzt holen wir uns erstmal nochmal einen Speicher. So. Grüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, nur mein Lieb recht spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskalten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.